Heute bei CSR neue Heckflügel in verschiedenen Materialien für unglaublich viele verschiedene Fahrzeuge, wie die montiert werden, warum gerade von uns den Heckflügel kaufen und was es sonst zu beachten gibt, seht ihr in dem Video. Im Lieferumfang befindet sich der Heckflügel, Reinigungstuch und die allgemeine Betriebserlaubnis. So, als allererstes fangen wir an, den Untergrund entsprechend zu reinigen. An den Kontaktstellen mit dem 3M Reinigungstuch entfetten. Das ist wichtig, sonst klebt anschließend das Klebeband nicht. Dann ist wichtig, als allererstes den Heckflügel Probe zu montieren. Und dazu ist es wichtig, dass man auch zu zweit ist. Die Positionierung des Heckflügels ist das A und O, denn nur wenn er richtig positioniert ist, passt er. Dann ist er nicht zu lang, dann ist er nicht zu kurz, sondern dann haut er genau hin. Und wenn man genau auf die Position den Heckflügel ansetzt, dann hat man auch entsprechend keinen Spalt. Wir möchten nämlich hier überlappen, weil wir die Trennfuge, die wir hier drunter haben, die wollen wir nämlich überdecken. Wäre ja sonst hässlich, wenn wir hier 3, 4, 5 Trennfugen haben. Und dann können wir im Endeffekt final montieren. Das machen wir jetzt. Und auch ganz wichtig, so ein 3M Klebeband braucht seine Zeit, um sich mit dem Untergrund zu verbinden. Allererstes natürlich fett- und staubfrei, schmutzfrei. Zweitens vernünftige Umgebungstemperaturen. Wir sind hier in der Halle und haben ungefähr so 14, 15 Grad. Das geht noch in Ordnung. Auf keinen Fall bei Minustemperaturen oder ähnliches. Und jetzt ziehen wir einfach mal die Schutzfolie ab. Und dann können wir mal sehen, wie geil das ist. So, jetzt denken sich wahrscheinlich viele, ist ja nichts Neues, gibt es ja in der Art und Weise schon. Das ist auch richtig. Wir haben uns aber gedacht, wir toppen das Ganze, was es schon auf dem Markt gibt und was sich daran unterscheidet und was besonders innovativ ist, sage ich euch jetzt kurz in ein paar Stichpunkten. Erstens, verlängerte Sichtkante. Somit sieht man keine Schnittkante, somit kann man nicht in die Unterseite reinschauen. Man schaut auf die saubere, schwarz hochglänzende, genabte oder lackierte Seite. Zweitens, alles digital konstruiert, somit auf den Millimeter genaue Passform. Alles von Profis konstruiert. Hier arbeiten richtige Designer, richtige Ingenieure an den Sachen und dann alles in Deutschland hergestellt. Von der Konstruktion, über den Scan, über das Werkzeugbau bis hin zur Produktion bei uns im Haus. Die Materialien besonders hochwertig, in dem Fall Schwarz-Hochglanz mit besonders vielen schwarzen Pigmenten, sprich richtig tiefes Schwarz, nicht irgend so ein leichtes Grau oder sonstiges. Des Weiteren Materialausgangsstärke 4 mm. Hat den Vorteil, besonders robust und vor allem bei hohen Geschwindigkeiten trotzdem formstabil. Denn wenn der Fahrtwind kommt, der hat schon irgendwo eine Kraft und da brauchen wir 4 mm Material, damit das Teil ordentlich in den Wind stehen kann. Die Hecklichten gibt es in 3 Versionen. Schwarz-Hochglanz am Auto verbaut und dann eben zusätzlich
die strukturierte Version. Vorteil, passt sich gut an mattierte Kunststoffe optisch an, sehr robust und kratzfest. Und dann haben wir noch die lackierfähige Version. Wie gesagt, ganz, ganz leicht matt, somit easy für den Lackierer zum Weiterverarbeiten. So, und dann denkt ihr euch wahrscheinlich, naja, super toll, jetzt haben sie da für einen Golf 7 GTI, passt im Übrigen auch noch GTD, Airline und GTI-TCR. Beim TCR, das ist einer, haben wir vorher die schwarze Lippe weggemacht. Im Übrigen. Ja, da werdet ihr euch alle denken, naja, bringt mir nichts, das Auto habe ich nicht, aber nein, wir entwickeln momentan die Teile auch für extrem viele andere Marken und Modelle. Wir haben aktuell gute 30 dieser Lippen im Sortiment und das Sortiment wird wöchentlich erweitert. Deswegen schaut am besten bei uns in den Shop rein, schaut, ob es es auch für euren Fahrzeugtyp gibt. Wenn es es nicht gibt, gerne auch anfragen oder im Servicebereich unserer Internetseite sich für Neuentwicklungen bewerben. Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte Daumen nach oben. Und wenn ihr nichts von uns verpassen wollt, zum Beispiel der neue Heckansatz für den Golf GTI TCR, wie er ausschaut, wie er montiert wird und generell das ganze Tuning-Projekt von unserem TCR, da kommt nämlich noch vieles dran, dann abonniert unseren Kanal und wir sehen uns bald. Tschüss. Yeah.